Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Autofree. Heute mit der Frage, müssen es 64.000 Euro an Extras wirklich sein oder kann man sich da auch mal was wegsparen? Ja, unsere S-Klasse, unser Testwagen hat nicht nur einen typisch hohen Grundpreis, sondern auch einen sehr hohen Endpreis. Aber wir haben noch nicht alles drin und ich weiß, quasi so eine Kaufberatung zu machen mit so einem Auto, wo man Extras im Sinne von anderen Fahrzeugen hier hineinbauen lassen kann, ist so ein bisschen fragwürdig, aber ich glaube, es ist auch eine gute Möglichkeit zu zeigen, was ein solches Format bietet und es ist auch eine gute Möglichkeit für uns nachzuvollziehen, ob bei euch sowas an Interesse da ist, denn wir werden hier relativ hart durchgehen und sagen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt und da mag der eine oder andere sagen, ja klar, besser bei der S-Klasse lohnt sich doch alles. Nein, kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht alles, was hier drin steckt, lohnt sich auch wirklich. Es gibt da ein paar Einschränkungen und dementsprechend gerne auch Feedback, ob das bei anderen Autos gewünscht ist. Klar, wir fangen jetzt hier mit dem wahrscheinlich teuersten an, aber es zeigt auch die Möglichkeiten auf, die man in so einem Format hätte. Also, da wir uns in einer Preisklasse bewegen, wo die Kundschaft sehr speziell ist, durchaus mein Auto silber lackiert und gelbe Sitze bestellt oder blau lackiert und lila Sitze bestellt, fangen wir mal nicht mit der Lackierung oder mit den Lines an, beziehungsweise mit den Felgengrößen. Das kann dann jeder selber festlegen. Wir haben jetzt hier quasi den S500 4MATIC, der bei 123.000 Euro anfängt. Unsere Hightech-Silberlackierung kostet aber gar keinen Aufpreis. Und wie gesagt, dann kommt so ein paar Extras hinzu, wo man sagen muss, ja okay, also Farbe, Felgen, Designline, da möchte ich jetzt wirklich niemand reinsprechen, das muss jeder selber entscheiden. Aber zur Vollständigkeit habe, wir haben die AMG-Line für 6.188 Euro und wie gesagt, ich möchte niemanden reinreden, aber die S-Klasse ist ein Mercedes, wo die AMG-Line optisch gesehen nicht unbedingt sein muss. Sie sieht auch so ganz gut aus, ohne dass man diese etwas optischere Auffrischung hat. Wobei natürlich dann auch ein paar Sachen mit dabei sind, aber überwiegend ist es eine optische Sache. Dann gehen wir weiter. Exclusive-Paket ist hier mit drin. Da muss ich nachgucken. Da ist unter anderem drin Nappa-Leder, exklusive Zierelemente und Chromgriffe sowie die Edelstahl-Ladekante. Alles auch Dinge, die man sich eventuell einzeln hinzubuchen kann, beziehungsweise je nachdem, welches Leder man dann oder welche Lederbezüge man hat, wird dann im Konfigurator sowieso das Exclusive-Paket wieder abgewählt. Also muss eventuell nicht sein, es sei denn, man möchte quasi sowieso das, was da drin ist, dann ist es etwas günstiger. Dementsprechend sind dann quasi bei uns die Nappa Silbergrausitze mit dabei. Und dann geht es weiter mit dem Innenhimmel. Alle, glaube ich, zu einem 0-Euro-Preis, aber es gibt 5, 6 an Auswahl. Und klar, logischerweise ist da der Beige dabei, der Schwarze mit dabei, aber auch verschiedene Bezüge. Und ich muss sagen, diese Dynamica in Grau ist eine schöne Abwechslung zu diesem klassischen Beige. Ist aber auch gleichzeitig nicht so dunkel wie eben das Schwarz. Also da kann man frei auswählen und ich finde den eigentlich sehr passend zu diesen grauen Ledersitzen. Dann ganz wichtiges Detail, Zierteil Metall Mischgewebe. Das zieht sich natürlich einerseits so einmal quer hier drüber und das ist ein Teil, was man auswählen kann, aber, und das haben wir jetzt hier nicht, dementsprechend sage ich es direkt, man kann sich in der S-Klasse auch das Schwarz-Hochglanz wegkonfigurieren. Das heißt, besonders hier in der Mittelkonsole Schwarz-Hochglanz wegkonfigurieren wäre möglich, wäre auch zu empfehlen. Sieht dann eher sportlicher aus, würde ich mal sagen. Aber ist eine Möglichkeit. So, und dann kommt das Erste, wo ich sage, es muss nicht unbedingt sein. Und das hat mich auch also selber überrascht, denn eigentlich würde ich sagen, nein, das muss sein. Das Digital Light mit Projektionsfunktion für 2.200 Euro. Warum muss das nicht sein? Ich fand es einfach nicht so gut, dass es diesen Aufpreis wert ist. Denn das serienmäßige Multibeam mit den 84 LEDs pro Scheinwerfer hat für mich jetzt, also der Sprung von 84 pro Scheinwerfer zu 1,3 Millionen pro Scheinwerfer, war für mich einfach nicht da und vor allem im Sinne dieses Preises ist das nicht da und das geht im Moment dann diese Empfehlung für alle, wobei es gibt nur ein zweites Auto, was das bisher hat, aber es geht dann für alle Mercedes-Modelle, die das dann im Moment auch anbieten werden, denn ich finde, momentan
ist der Scheinwerfer noch nicht da, wo er sein kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Scheinwerfer auch etwas, was scheinbar nicht per Software-Update geupdatet werden kann. Das heißt, so wie man es kauft, so hat man es auch und man bekommt nicht die neue Funktion, die beispielsweise schon in der Mittelklasse jetzt als neue Funktion mit drin sind. Ein Thema, was auf jeden Fall mit rein sollte, wenn man sich die lange Version bestellt, die Hinterachslenkung mit 10 Grad. Denn dann wird dieses 5,30 Meter Auto deutlich agiler, quirliger und das sage ich nicht mal nur auf das normale Fahren, sondern besonders auf das Rangieren bezogen. Wir waren auch in mehreren engen Lücken unterwegs und ihr glaubt gar nicht, was das für ein Segen ist, wenn man weiß, man kommt da trotzdem rum und man muss nur so ein bisschen aufpassen, dass man sich nichts abreißt, aber an und für sich, der Wendekreis ist nicht so groß, wie das Auto es quasi eigentlich vorhergibt. Dann Urban Guard Fahrzeugschutz Plus ist quasi, dass niemand das Auto abschleppen kann, was ich glaube sowieso schwierig ist, weil es ist einfach ein relativ großes Auto. Aber klar, wenn man schon so viel Geld investiert, dann sollte man vielleicht auch den möglichen Schutz mitnehmen. Magic Vision Control. Schöne Spielerei. Hat im Prinzip den Effekt, dass wenn man die Scheibenwischer benutzt, dass man sich dabei nicht übers Fahrzeug spritzt, sondern wirklich nur das Wasser da bleibt, wo es hin soll, nämlich auf der Scheibe. Ein angenehmes Extra würde ich das mal bezeichnen. Panorama-Schiebedach. Naja, es macht den Raum natürlich heller, insbesondere wenn man sich quasi einen schwarzen Dachhimmel bestellen würde. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen muss unbedingt mit rein, denn den überwiegenden Teil sind wir bisher auch immer geschlossen gefahren. Dementsprechend, dadurch, dass auch hier noch so ein Holm ist, ist es vielleicht auch nicht ganz so hochwertig. Aber was auf jeden Fall mit rein sollte, weil es preislich, glaube ich, auch eines der günstigsten Extras ist, die aktive Ambientebeleuchtung, die einfach ein großes Kino ist. Dementsprechend auch Hinweis auf das Video auf Autofree Extra, was, ich glaube, zeigt, dass man sich hier farblich richtig austoben kann und dass diese aktive ambiente Beleuchtung ja auch so ein fahrsicherheitsrelevantes Detail ist, um quasi auch dem Fahrer zu zeigen, wenn er nicht, das kommt gleich später noch, das große Head-Up-Display hat, dass er aktiv gewarnt wird, wenn er die Spur verlässt und das Ganze nicht nur am Lenkrad, sondern eben auch in der ambiente Beleuchtung. Dann wechseln wir mal in eine angenehmere Position. Ist auch ein bisschen anstrengend, so viel vorzulesen. Dann weiter mit dem Sonnenschutzpaket, was durchaus eine lohnenswerte Variante ist, weil ich es auch gleich wieder aufmachen werde. Das macht natürlich hier hinten das Ganze temperaturmäßig noch ein bisschen angenehmer. Dann zwei Dinge, beziehungsweise ein Ding, was ich bisher auch noch nie so ganz verstanden habe und auch nach wie vor nicht empfehlen kann, ist das Energizing-Paket. Das gibt es vorne, aber auch für den Ford. Das heißt, das sind zwei Pakete, jeweils einzeln. Und meiner Meinung nach sind das quasi nur Softwarelösungen, um Dinge, die man sowieso sich bestellt hat, auf Knopfdruck einzeln miteinander zu verbinden. Heißt beispielsweise, die Beduftung wird aktiviert, beziehungsweise man bekommt kalte Luft ins Gesicht geblasen und die Massage geht beispielsweise an, um das Ganze zu vitalisieren oder einen wieder auf Vordermann zu bringen. Ich habe es bisher nicht verstanden und ich finde es ein sehr teures Extra für Dinge, die eigentlich wirklich nur zwei, drei Softwarezeilen Code sind. Muss nicht sein. Dann gibt es... Es ist die S-Klasse, dementsprechend wird an jedes Detail gedacht. Es gibt Design-Gurtschlösser. Ich persönlich schließe mich eigentlich immer an, ohne da wirklich groß hinzugucken. Aber natürlich ist es was anderes, wenn man hochwertige Gurtschlösser hier drin hat. Die sind natürlich dann auch dementsprechend so leicht beleuchtet. Aber muss jetzt nicht. Also für die Vollkommenheit der S-Klasse, klar, nimm mit. Aber brauchen tut's man nicht. Dann... Vorsitz elektrisch einstellbar inklusive Memo-Funktion. Ja, wobei das quasi auch in einem anderen Paket ja sowieso drin ist, was wir jetzt hier gleich haben mit dem First Class Four. Das heißt, ich kann hier mich komplett lang machen und wir haben eine dicke, fette Mittelkonsole hier in diesem Bereich. Es gibt ja, glaube ich, insgesamt 3, 4, 5 verschiedene Konfigurationen hier für den Four. Ganz klassisch mit 3 Sitzen oder dann eben auch mit dem Liegesitz, wo der Beifahrersitz so komplett vorführt. Das ist nämlich im Chauffeurpaket drin. Das heißt im Prinzip, dass der Beifahrersitz so verstellt werden kann, dass
hier hinten viel Platz ist, aber der Fahrer trotzdem noch gut rausgucken kann. Dabei wird dann auch quasi die Kopfstütze weggefahren. Was ich auch sehr schön finde, dass der Fernseher da immer schön mit arretiert wird. Ja, was für die S-Klasse vielleicht definitiv mit sollte, ist die Vierzonen-Klimaautomatik, die sich dann auch wirklich hier von hier hinten steuern lässt in verschiedenen Zonen. Und dadurch, dass wir auch viele Ausströmer haben, also hier in der Mitte, da an der Seite, sind es dann auch wirklich vier Zonen. Klar, wenn der eine 20 Grad macht und der andere 30 Grad, dann wird sich das irgendwo vermischen. Aber wenn der eine Seite nicht so viel angestrahlt werden möchte wie die andere, dann merkt man natürlich einen Unterschied. Sidebags im Fond würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn man sagt, man hat teure Kundschaft hier hinten drin, dass die auch beim Fall des Crashes geschützt sind. Und dann quasi in Kombination Parkpaket mit Remote Parkfunktion bzw. Vorrüstung Intelligent Park Pilot. Heißt quasi die Möglichkeit, die S-Klasse irgendwann mal, wenn es quasi per Software kommt, autonom einparken zu lassen, und zwar Level 4. Heißt, ich gebe meine S-Klasse am Parkhaus ab, gehe weg, und weil die Infrastruktur im Parkhaus da ist, genauso wie die Infrastruktur im Auto da ist, kann die selber ihren Parkplatz finden. Sieht ein bisschen gespenstisch aus, wenn da einzelne Fahrzeuge noch mit rumfahren, aber wer das möchte, man muss quasi die Hardware dafür bestellen, um das auch später aktivieren zu können. Weil wenn man das nicht bestellt hat, dann kann das auch nicht nachgerüstet werden, weil da ein paar zusätzliche Sensoren für notwendig sind. 3D-Fahrerdisplay. Da vielleicht so ein Update. Ich glaube, da gibt es nämlich ein Update im Display selber. Im Verhältnis zu der Vorstellung der S-Klasse im letzten Jahr zu jetzt. Denn damals habe ich gesagt, mich macht das ein bisschen schwummrig, dieses 3D-Display. Ich habe sie wieder ein bisschen mehr ausprobiert. Bestellen würde ich es mir trotzdem nicht. Aber von der Darstellung ist es nicht mehr so unruhig wie noch im letzten Jahr. Das heißt, man kann es durchaus auch mit Brille oder mit schiefen Augen, wie auch immer, eher noch betrachten. Wobei die 3D-Darstellung, also diese Tiefendarstellung, auch mehr eine Spielerei ist und für 1400 Euro eine relativ teure Spielerei. Was etwas sinniger ist, ist das MBUX Augmented Reality Head-Up Display. Das heißt, dieses riesige Loch da vorne, wo aber auch wirklich diese riesigen blauen Pfeile grafisch absolut scharf dargestellt werden. Und ich weiß, viele werden jetzt vielleicht schon kommentieren, ja, Augmented Reality Head-Up Display gibt es auch in preislich deutlich günstigeren Abteilungen. Korrekt. Aber da sage ich mal den schönen Satz, you pay is what you get. Das heißt, hier kostet das Ganze 3.800 Euro fast. Ist eine Menge Holz. Ja, aber ich denke, wenn ihr euch reinsetzen würdet in die elektrische Variante aus dem Großkonzern, die das jetzt anbietet, beziehungsweise das hier, dann werdet ihr da relativ schnell einen immensen Unterschied feststellen und auch sehen, dass dieser Preisunterschied oder dieser Aufpreis lächerlich niedrig ist zu dem, was ihr vielleicht im Kopf habt. Denn hier ist es alles gestochen scharf, man wird nicht schwummrig davon, da wird einem nicht schlecht von. Es ist in der Darstellung gestochen scharf, die Hinweise sind sinnvoll und nicht verspielt, einfach quasi hochwertig. Und auf der anderen Seite, ja, da ist noch Luft nach oben, denn die Darstellungen sind leider für das Geld auch relativ unscharf und hier ist wirklich alles gestochen scharf. Wobei man sich ja auch mit diesem Head-Up-Display auswählen kann, möchte ich diese volle Ansicht mit den Navigationshinweisen oder möchte ich eine runtergebrochene Ansicht, wo beispielsweise auch nur die Geschwindigkeit ist, oder möchte ich meine Drehzahl sehen oder möchte ich ein paar Hinweise, ein paar kleine Navigationshinweise. Geht alles zum Einstellen. Das heißt, wenn man sich es bestellt, muss man sich auch nicht in voller Auflösung benutzen. Aber man hat es natürlich. TV-Tuner, nettes Gimmick, und wenn man nicht gerade irgendwo durch Mitteldeutschland fährt, dann hat man auch definitiv Empfang und kann dann quasi zumindest mal hier hinten schön entspannt Fernsehen schauen. Teile des ganzen Info-Entertainment sind aber dann beispielsweise auf dem vorderen Display während der Fahrt nicht so nutzbar wie hier hinten. Also das sollte man vielleicht dann nur mit im System abgespeichert haben. Burmester High-End 4D Surround Sound System. Extra Video dazu auf Autofree Extra, und ich muss sagen, es lohnt sich für die oberen 10%, wie man so schön sagt, aber für die breite Masse der S-Klasse Kundschaft, die auf Sound vielleicht nicht so viel Wert legt oder überwiegend chauffiert, da lohnt es sich nicht. Also
mag überraschen, denn die S-Klasse soll ja quasi in dieser Generation auf den Fond fokussiert sein. Das stimmt in vielen Punkten auch, aber im Sinne der 4D-Soundanlage stimmt es meiner Meinung nach nicht, denn die fokussiert sich sehr auf Fahrer und Beifahrer, insbesondere quasi so in den Spitzen von den Einstellungen, von der Klangkulisse, was man machen kann. Auch der VIP-Sitz in der Einstellung, das heißt die Klangfokussierung auf einen Sitz hier hinten, bringt nicht so viel. Da ist quasi das normale Burmester Soundsystem, was gute 7000 Euro günstiger ist, auch die bessere Wahl. MBUX High Entertainment 4, das heißt quasi diese zwei Bildschirme. Und das heißt wirklich auch nur diese zwei Bildschirme. Ganz wichtig, da kommen nämlich noch die anderen Teile dazu. Das heißt hier, die kabellosen Kopfhörer sind ein zusätzliches Extra. Dementsprechend sollte man sich das gut überlegen, ob man das möchte. Denn nur mit dem Bildschirm ist es nicht getan. Da kommt noch ein bisschen mehr auf einen zu. Was ich empfehlen würde, wenn man Kundschaft hat, ist wirklich das USB Plus Paket. Denn es gibt hier so viele USB-C-Anschlüsse, so viele Kabel habe ich nicht mal zu Hause. Das heißt, unter jeder Armablage sind massiv viele USB-C-Ladeanschlüsse zumindest versteckt. Also, wenn hier jemand mit toter Gerätschaft reinkommt, das heißt Laptop, Tablet, Telefon und von mir aus noch ein fettes Endgerät, der braucht einfach nur vier Kabel einstöpseln und wenn er wieder aussteigt, hat er zumindest wieder ein bisschen Saft drin. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Keyless Go mit flächenbündigen Türgriffen. Das heißt, diese schönen ausfahrenden Türgriffe. Und ich muss sagen, ich würde sie mir wahrscheinlich nicht mit reinnehmen, einfach schon aufgrund des Aufpreises. Ich würde bei den ganz normalen klassischen Türgriffen bleiben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Angst hätte wegen Gefrieren oder sonst was. Das wird alles getestet in Schweden bei minus 30 Grad, die wir in Deutschland nie haben. Aber ich finde es einfach nicht notwendig und ich finde die klassischen Türgriffe auch ganz schön. Dann kann man auch den Fahrzeugschlüssel noch anders konfigurieren. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi weiß Hochglanz mit einem Zierrahmen Chrom Hochglanz für 120 Euro. Naja. So, und wem die ambiente Beleuchtung nicht reicht, der kann sich auch noch die Mercedes-Benz Schriftzüge beleuchten lassen. Das war's mit einem sehr langen Überblick. Und wie gesagt, wir haben noch nicht alles drin, was möglich ist. Also wir haben noch keine exklusiven Ausreißer in Richtung, ich möchte eine ganz extreme Außenlackierung und ich möchte ganz extreme Innenbezüge. Aber da wird einem ja gerne geholfen in der Hinsicht. Was ich in Kurzform auf jeden Fall nehmen würde, ist die Ambientebeleuchtung. Sehr schick. Was, glaube ich, jetzt hier nicht mit drin ist, weil es nämlich auch quasi in Kombination mit drin ist. Es gibt ja zwei Zentraldisplays. Und wenn man jetzt quasi die OLED-Variante möchte, wegen dem tieferen Schwarz, wegen der schärferen Darstellung, gerne nehmen. Wobei ich auch sagen muss, die Serienfassung, die wir quasi jetzt zuletzt in der Mittelklasse gesehen haben, tut's auch und es muss nicht die größere Variante unbedingt sein. Von dem her hoffe ich, das hat jetzt dem 1% der wahrscheinlich S-Klasse-Kundschaft geholfen. Und ach ja, was auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise mit rein sollte, was jetzt quasi hier gar nicht auf unserer Preisliste drin war, weil es wahrscheinlich in irgendeinem Paket drin war, die Massage. Die Massage muss unbedingt mit reingenommen werden, denn die ist der Hammer. Also S-Klasse fahren ist ja sowieso sehr angenehmes Dahergleiten, aber wir hatten auch mal ein bisschen längere Strecken und wenn man sich dann einfach das passende Massageprogramm dann reinwählt, wird man richtig revitalisiert, man wird richtig bei Laune gehalten und man steigt danach aus und es wäre, als ob man nur irgendwie kurz um die Ecke gefahren wäre. Also nicht mal dieses typische, ich bin nicht angestrengt danach, ich bin nicht kaputt, sondern ich bin wirklich entspannt danach. Und das Ganze lässt sich logischerweise auch wie so viele andere Funktionen hier mit der Sprachsteuerung regeln. Wenn man wohlgemerkt weiß, wie sein Lieblingsprogramm heißt, dann wählt einen das Ganze auch an. Und da muss ich auch sagen, ja, großer Touchscreen, der vieles schwieriger macht und nicht unbedingt vieles einfacher macht. Aber ich kann es euch mal auf den Weg geben, so ehrlich möchte ich auch sein. Ich habe, obwohl da jetzt viele Dubs da drauf sind, 95% des Fahrens per Sprachsteuerung bedient. Das heißt, der Großteil, mal kurz im Stehen, selbst Navigationsziele, komplexe Navigationsziele habe ich per Sprachsteuerung eingegeben. Das funktioniert alles gut.
Und es gibt einfach nur so ein paar Dinge, die beispielsweise nicht per Sprache funktionieren. Das heißt beispielsweise die Audioeinstellung, der VIP-Sitz, der 4D-Sound oder auch die Fahrassistenten, die Verstellungen. Das funktioniert leider nicht. Das sollte man dann besser mal an der Ampel machen, denn es ist in der Tiefe doch schon einiges versteckt. Aber Gott sei Dank gibt es eine gute Sprachsteuerung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne unbedingt das Feedback da lassen, ob wir das mal in so ausartender Form und vielleicht auch noch mit mehr tiefen Begründungen bei anderen Fahrzeugen machen sollen, die vielleicht eher im preislichen Rahmen unterwegs sind. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.